Leipi, ein 3:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg. Wie ordnest du das Resultat ein und wie zufrieden bist du mit der Leistung? Ja, ich denke, es war insgesamt ein sehr souveräner Sieg. Wir haben vor allem am Anfang beider Halbzeiten leichte Startschwierigkeiten gehabt. Aber ich denke, insgesamt geht das Ergebnis schon mehr als in Ordnung. Hätten sogar noch das ein oder andere mehr machen können. Und ja, zu null zu gewinnen zu Hause, fünfter Heimsieg im fünften Heimspiel, ist natürlich das Optimum. Wir haben fast Halbzeit in der Hinrunde. Wie fällt dein Zwischenfazit zum ersten Teil der Saison aus? Ja, ich glaube, wenn uns jemand gesagt hätte, dass wir nach 8 Spieltagen 19 Punkte hätten, hätten wir es blind unterschrieben. Wenn man dann sieht, wo man die Punkte hat liegen lassen noch. Gegen Düsseldorf, wo wir eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, wo wir dann mit 0 Punkten nach Hause fahren. Und gegen Pauli, wo wir dann in der 90. das 2-1 machen und dann noch den Ausgleich kassieren. Da muss man sagen, haben wir schon sehr viel rausgeholt aus den Spielen. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt bei dem einen oder anderen Sieg, aber ich denke, mit 19 Punkten nach 8 Spielen haben wir eine super Ausgangsposition und eine sehr gute Bilanz. Ein sehr positiver Auftakt, du hast es gesagt. Die Ergebnisse haben gestimmt. Wo ist deiner Meinung nach trotzdem noch Luft nach oben? Ja, ich glaube, wir haben jetzt vor allem in den 2 Spielen davor gegen Magdeburg und Pauli gesehen, dass man, wenn man nur ein bisschen nachlässt, dass man dann auch vor Probleme gestellt wird, egal gegen welchen Gegner, ob es ein Aufsteiger ist oder auch Pauli als etablierte Mannschaft. Und den Fehler dürfen wir halt nicht machen, uns da irgendwie auch nur einen Schritt zu sparen oder auch nur ein bisschen weniger zu machen, weil das wird in der Liga definitiv bestraft. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass der Erste auch immer wieder gegen den Letzten verlieren kann. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass uns das nicht passiert. Am Sonntag sind wir zu Gast beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth. Was wird in der Partie entscheidend sein, um auch dort punkten zu können? Ja, ich glaube, Fürth steht schlechter da, als sie jetzt die letzten Wochen gespielt haben. Haben am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, sich wieder in der Liga zurechtzufinden nach dem Abstieg. Haben in den letzten Wochen eigentlich öfters mal am Sieg geschnuppert, aber dann auch oft spät einen Ausgleich kassiert oder sogar verloren. Deswegen, das ist jetzt keine Mannschaft, die da auf Dauer unten drin stehen wird, denke ich. Und ja, haben immer noch viele Spieler, die auch letztes Jahr in der Bundesliga ein gutes Jahr hatten. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall vorsichtig sein, gucken uns heute den Gegner nochmal an. Dann analysieren wir ihn unter der Woche und dann fahren wir aber trotzdem mit einer breiten Brust nach Fürth und wollen den nächsten Auswärtssieg. Dann wünsche ich schon eine gute Vorbereitung und viel Erfolg in Fürth. Dankeschön.